Hallo, ich sogar Ferrari, Flex oder Futura. Und ich mache hier das erste Video von unserem E-Kabinenroller Cruise. Und ich mache das an der Tankstelle, weil genau um das geht es mir eigentlich. Wir wollen ja weg von den fossilen Brennstoffen. Und deswegen habe ich mir diesen Ort ausgesucht. Und es regnet wie die Sau. Da ist natürlich eine gewisse Unlust, da Roller zu fahren, aber es geht natürlich auch mit gewissen Klamotten. Aber dafür ist der Kabinenroller perfekt. Und damit kann man zur Arbeit fahren, damit kann man einkaufen gehen. Das ersetzt das Auto auf jeden Fall für den Innerort und auch ein bisschen Außerort. Aber dafür ist er wirklich perfekt und ich zeige den euch mal. Wir haben jetzt Zeit in der Bleigel-Version, aber der kommt in der Kürze auch mit einem herausnehmbaren Lithium-Akku. Und der ist für zwei Personen, 25 km/h oder 45 km/h. Der ist sehr, sehr breit. Also es passen auch nur 10 Stück in den Container rein. Beim 3.0er passen hier 14 rein. Also der ist hier von der Breite ein bisschen breiter als der 3.0er. Und er hat auch mehr Watt, 2000 Watt Nominalleistung und 3000 Watt Maximalleistung. Und wie gesagt, LEDs, Scheibenbremse vorne. Hier die Griffe, ist doch die Schutzfolie. Oh, jetzt ist er zu. Von der Seite auch, okay, weil ich den Schlüssel rausgenommen habe und scheinbar den zugemacht habe. Und jetzt ist er auf. So, hier ist der Sitz, sehr bequem. So, jetzt wollte ich euch schnell die Funktion des Sitzes zeigen, das ist nämlich ziemlich cool. Der Knopf hier, sorry, überall sind noch diese Plastikreste, ich muss die alle noch in schön abmachen. Der Knopf hier, wenn ihr den drückt nach unten, könnt ihr den Sitz drehen. Also sehr perfekt für Leute, die gehbehindert sind, weil jetzt kann ich ganz einfach einsteigen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich steige jetzt hier ein. So. Und sitze jetzt hier so und drücke den Hebel nach unten und drehe den einfach ganz locker hier hin. Und dann perfekt. Für alte Leute und Gehbehinderte super Sache. Und dann hier rechts ist der Hebel. Sieht man den? Hier, da, wenn wir den benutzen, so, dann kann ich nach vorne und nach hinten gehen. Hier ist die Handbremse. Was mir gerade passiert ist, denke ich, das ist ganz, ganz wichtig. Beim Futura 3.0 Kabinenroller muss immer die Handbremse unten sein, sonst kann man nicht fahren. Und hier kann man auch losfahren, wenn die sozusagen oben ist. Also dann ist natürlich, dann schleift das. Aber da gibt es keinen, dass der Motor automatisch abgeschaltet wird. Und ich bin jetzt gerade mit angezogener Handbremse rumgefahren. Das ist natürlich nicht ideal. Also denkt immer daran, die Handbremse ganz nach unten zu machen, wenn ihr losfahrt. Weil sonst verliert ihr natürlich schnell die Funktion. Hier der Hebel ist dafür da, um den Sitz nach hinten zu machen. So, könnt ihr im Liegen fahren. So, wie ihr jetzt seht, jetzt liege ich hier rum und könnt im Liegen fahren, wenn ich möchte. Und macht den jetzt wieder hoch. Ich bin auch gerade zu Hause bei mir angekommen. Wie ihr seht, ich habe auch schöne Halloween-Dekorationen. Sozusagen ist ein kleiner Zwischenschnitt im Video. Und lade gerade den Kabinenroller, weil die, wenn die natürlich kommen aus Fernost, wenn die geliefert werden, sind die nicht voll geladen. Also erstmal schön vollladen, damit ihr die volle Power habt und die volle Reichweite. Dann haben wir hier ein sehr, sehr schönes Display. Da kann man verschiedene Sachen mitmachen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man kann da scheinbar Filme abschauen, Musik hören, Bluetooth übers Handy kann man es auch wieder hören. Also eine Freisprecherlage ist drin. Wir haben ein Radio. Und viele, viele Sachen, die ich noch ausprobieren werde. In dem Video jetzt noch nicht. Ich wollte erstmal einen ersten Eindruck hinterlassen. Alles wird gesteuert über hier sozusagen über den Lenker. Das ist speziell für die Leute, sage ich mal, die jetzt eine Gehbehinderung haben, dass sie nicht die Beine benutzen müssen, um Gas zu geben. Eine Sache, wobei ich Probleme hatte, die ich jetzt direkt mal sage, weil das wird bestimmt für unsere Kunden, die jetzt die ausgeliefert bekommen, das gleiche Problem haben. Um zu starten, muss man beide Bremsen, Vorder- und Rückbremse, einmal drücken und dann verschwindet das, der P-Modus, also der Parking-Modus. Das ist so eine Art Sicherheitsfunktion, die leider vorgeschrieben ist. Das auch bei den anderen Kabinenrollern, muss man mal einmal auf die Bremse drücken, bevor man dann Gas geben kann. Und Speed haben wir ja, also drei Gänge. H ist sozusagen High, M Middle, also Mittel, und Low ist für langsam. Dann haben wir hier einmal Scheibenwischer, wenn man das Wasser mit benutzen will. Und das habe ich nämlich gerade auch erst festgestellt. Hier die Knöpfe. Also das ist für, klar, für den Scheibenwischer. Das ist für inneres Licht, ganz lustig. So, Scheibenwischer.
Und hier haben wir eine Heizung, die sogar gut heizt. Ich bin ganz überrascht. Ich drücke die mal jetzt. Und da muss man ein bisschen fahren. Und dann hat man tatsächlich eine Heizung. Aber eins kann ich direkt schon sagen. Heizung verbraucht sehr viel Strom. Also überlegt das euch. Das ist natürlich, der Strom geht natürlich von der Batterie ab. Ihr habt elektrische Fensterheber. Dann hier, klar, kann man so zumachen. Also die Verriegelung. Hier kann man irgendwelche Sachen legen. Dann hat man hier noch einen Teppich. Die Akkus, jetzt hier in diesem Fall ist ja Bleigel, sind hinter dem Rücksitz eingebaut. Sind 58 Ampere und 60 Volt. Das reicht für 60 Kilometer Reichweite. Muss man noch ausprobieren, habe ich noch nicht getestet, muss ich ehrlich zugeben. Und jetzt, ich bin erst 3 Kilometer gefahren, kam auch auf meine 45 km/h. Wie gesagt, hat einen starken Motor. Hier ist die Soundanlage, sieht ganz cool aus. Also ich freue mich schon am nächsten Video, euch meinen Sound abzuspielen und die Videos, Video vielleicht abzuspielen oder sonstige Späße, was man hier alles mit Multimedia-System machen kann. Rückfahrkamera ist auch drin. Hier sind die Gänge. Wenn man auf R macht, ist die Rückfahrkamera, wie ihr jetzt sehen könnt. Und wenn N ist sozusagen wie, dass man gar nicht fährt, wie Pause. Und D, wie man hier sehen kann, ist, um vorwärts zu fahren. Hier der Knopf, schätze ich mal, ist die Lautstärke. Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir das Multimedia-System testen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben eine Scheibenbremse vorne, das habe ich glaube ich schon gesagt. Wir haben die Belüftung, damit sozusagen hier das weggeht, wenn die Scheiben beschlagen. Wir haben hier eine coole, wenn es sehr heiß ist, kann man hier das aufmachen. So, ach, ich muss es hier auch noch aufmachen. So, und dann hat man eine Lüftung durch das Fenster sozusagen. Aber jetzt ist es echt schlimm am Regnen. Und dafür ist ja der Kabinenroller perfekt, damit man trocken zur Arbeit kommt. Ich sag's immer wieder, wenn ihr zwei Autos habt in der Familie, verkauft doch eins. Spart das Geld, die Versicherung, die Steuer, ist alles zu teuer, die Reparaturen. Kauft euch ein E-Mobil, ob es ein Roller ist oder vielleicht ein Kabinenroller. Der spart ihr ganz, ganz viel Geld und ihr tut was für die Umwelt. Das ist so ein bisschen meine persönliche Mission. Ich fahre ja auch mal mit dem E-Roller zur Arbeit. Und dann werde ich immer ein bisschen, auch teilweise, obwohl wir Elektroroller Futura sind, ein bisschen komisch angeschaut, weil ich, ja, ich muss zugeben, bei uns auf der Arbeit, also bei Elektroroller Futura, fahren auch die meisten Auto. Und die denken dann auch immer, vielleicht, oh, das ist ein bisschen komisch, aber ich denke, wenn jeder mit einem Roller oder einem E-Kabinenroller zur Arbeit fährt und wir den noch grün laden, die Akkus, dann hat doch jeder schon mal ziemlich viel getan. Balkonkraftwerke übrigens sind so günstig zurzeit, ja, also. Wie gesagt, guckt mal auf Amazon oder eBay. 400 Euro gibt es jetzt schon ein Balkonkraftwerk und dann hat man die in ein, zwei Jahren sind die schon refinanziert. Wenn jeder ein Balkonkraftwerk hat, die Akkus dann grün lädt, auch den, natürlich den Strom auch so benutzt, da wäre doch schon ultra viel getan. Also da kann jeder ein bisschen persönlich was tun. So, jetzt habe ich aber genug meine, sag ich mal, missionarische Sprüche gebracht, aber ich denke es halt wirklich. Und ich zeige jetzt noch meine Kabinenroller von allen Seiten. Wie gesagt, zum Glück hat mich hier noch keiner an der Tankstelle weggeschickt, weil ich bin ja sozusagen der Feind der Tankstelle. So, jetzt zeige ich dir nochmal von allen Seiten und mit der Tankstelle im Hintergrund. Das ist doch der krönende Abschluss dieses Videos. Oh, oh, hier sind riesige Regenpfützen. Und hier, wenn man das aufmacht, da kann man den laden, den E-Kabinenroller. Und das kann ich euch auch noch gerade sagen. Ihr bekommt mitgeliefert, sorry, ist übrigens das Schutzplastik dran an den Sitzen und so. Dieses Ladegerät, also mit Haushaltsstrom. Und das lädt mit 6 Ampere und 60 Volt. Das bekommt ihr mitgeliefert. Und dann könnt ihr das ganz normal zu Hause aufladen. Wie gesagt, und wenn ihr einen mit Lithium-Akku braucht, wir haben den Futura 3.0 in der Lithium-Version. Und den hier, den Cruise, kriegen wir auch in Lithium. Und jetzt ist mein Fuß ganz nass, juhu. Und schaut einfach auf der Homepage von Elektroroller Futura unter Kabinenroller. Da seht ihr alle unsere Kabinenroller. Jetzt ist die perfekte Kabinenrollerzeit. Und übrigens, wir haben mega Preise für Händler. Alle Händler, schreibt uns an. Das Modell ist, denke ich, super jetzt gerade zum Verkaufen. Wir schicken euch gerne die Händlerpreisliste. Die Kontaktadresse findet ihr unten in der Beschreibung. Dann, ich hoffe, ihr habt das Video, mögt das, dann teilt das doch, like das, da freuen wir uns sehr. Tschüss!
Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.